Lange waren wir weg, nun sind wir endlich wieder da mit dem geogessigen Star Gunnar Krupp. Wie wunderbar. Gunnar hat sich gereimt. Hallo, liebe Leute. Ich bin wieder da von einer längeren Pause und ich habe mir gedacht, ich habe einen absoluten Lieblingsmenschen. Es ist eigentlich der Erfinder von GeoGuessr, der uns alle hier auf diesen Hype-Train eingeladen hat. Das ist Gunnar Krupp, deswegen schön, dass er da ist. Hallo. Hallo, schön, dass ich eingeladen wurde von dir. Sehr kurzfristig, aber gar kein Problem für mich. Ja, es sind mir natürlich wieder ein paar Leute abgesprungen. Irgendwie ist das Format nicht so beliebt. Oder ich bin nicht so beliebt, kann auch sein, Gunnar. Aber du hast gesagt, jawohl, ich helfe dir aus. Und das letzte Mal, als du mir geholfen hast, habe ich dich das war ein Reinfall. richtig reingelegt. Da dachte ich, Gunnar ist ein riesen Flaggenfreak und liebt Flaggen, aber er hasst Flaggen mehr als nötig. Ach. Und hat den eigentlich keinen Spaß gehabt bei der letzten. Ja. Doch, hattest du schon. Doch, Spaß hatte ich, ja klar. Ja. Ein paar Leute auch geschrieben haben, hast du nicht gesehen, wie er sich da durch die Show quält? Oh, wirklich? Nein, so schlimm war es nicht. Aber ich habe dir das spüren lassen, dass ich das nicht mag, wenn ich überrascht werde. Ja, aber heute wollte ich dich nicht überraschen. Ich habe es dir gerade vorher noch schnell beim Essen zugesteckt, dass ich heute eine Wohlfühlfolge für Gunnar machen möchte. Denn Gunnar liebt es, zwei Dinge liebt er bei GeoGuessr. Einmal die monatliche Bezahlung. Gunnar hat seinen Account nicht verlängert, das ist traurig. Ja. Einmal Geo Detective, diese Modi, wo du dich vielleicht auch nicht bewegen musst, aber garantiert wird, dass du innerhalb dieses Frames, das du da siehst, auf jeden Fall schon mal einen Hinweis siehst, der sachdienlich ist. Das magst du gerne, ne? Das mag ich gerne, ja. Ein bisschen gucken. Ja. Das machen wir auch in der Cooperative Mode, also wir spielen es zusammen. Ich poste euch später noch den Link, dann könnt ihr das nachspielen, wenn ihr das auch spielen wollt. Jetzt hat uns Madin gerade noch einen Chat hier eingehackt. 10 Sekunden vor der Sendung hüpfte Madin hier rein und hat uns unsere beiden Rechner noch gehackt, sodass wir tatsächlich die Links auch untereinander einfach ausspielen können und zuschicken können. Dann spielen nur wir beide quasi dieses Spiel. Also Geo Detective ist dein Lieblingslink. Aber und der Chat darf auch Tipps geben. Chat darf Tipps geben, ja. Wir sind auf eure Tipps auch angewiesen, weil ich auch schon lange nicht mehr gespielt habe. Es hat sich auch einiges getan bei GeoGuessr. Es sieht auch ganz anders aus. Ich habe hier, guck mal, ich bin immer noch Level 1 Rookie Tourist. Bist du denn irgendwo rumgekommen, zumindest in letzter Zeit, dass du zumindest so ein paar Orte jetzt kennst? Nein. Auch nicht. Stadtviertel nicht mal verlassen. Ich habe nicht mal das Haus verlassen. Aber können wir mal kurz auf meinen Rechner gehen? Vielleicht kommt ja deine Wohnung. Da hätten wir Glück. Das könnt ihr euch abpausen hier schon mal. Hier oben, Level 1 Tourist, ist so ein bisschen Karrieremode-mäßig, also erinnert mich natürlich dann irgendwie an FIFA, wo du dich dann so hochleveln kannst. Ist ganz geil, aber habe ich noch nicht ausprobiert. Die zweite Sache, die ich, um diesen Satz endlich zu Ende zu bringen, eine Sache Geo Detective, die zweite Sache ist, richtig rauszufinden, wo man exakt ist. Ja, das ist wichtig für mich. Ohne Zeitlimit, sondern wirklich gucken, dass man die 5000 Punkte, also die volle Punkte, bekommt. Ja. Das haben wir bisher bei GeoGuessr noch nicht gemacht, weil es ja sehr, nee, es ist ja sehr zeitaufwendig. Du stehst ja da und, aber es hat auf jeden Fall einen Reiz, den ich heute mal ausprobieren will. Wir fangen an mit der ersten Runde. Gunni. Ich muss ja auch noch gleich einmal ganz kurz erzählen, dass ich dir auch eine Geo-Aufgabe gestellt habe, die du nicht lösen konntest. Das stimmt, ja. Ich könnte anfangen. Erzähl mal. Ich starte mal auf Start, okay. Okay, wir dürfen uns nicht bewegen. Okay, da sehen wir schon diese Schriftzeichen, ne? Wieso bewege ich mich doch? Weil du es eingestellt hast, du. Horst? Beweg mich nicht. Okay, wir bewegen uns nicht, okay? Da sind wir schon, das Schriftzeichen, die habe ich noch nie gesehen, aber es sieht mir doch nach Rechtsverkehr aus. Das ist also nicht Japan. Also die Schriftzeichen sind koreanisch, ne? Oder? Aber Südkorea hat doch auch Linksverkehr, oder nicht? Ah, nee. Haben die gewechselt? Ich weiß das alles nicht mehr. Ich bin ganz raus. Aber das sieht mir nicht nach Südkorea hier aus, weil hier steht Apple Parkway. Oh, okay. Das ist natürlich dann ganz klar. Ja, guck mal. Das ist doch Apple. Ach so. Ist das Apple Park oder was? San Francisco? Nee. Ja, da Cupertino oder wie das heißt. Ja, nördlich von San Francisco. Also nochmal für euch. Ach ja, Vollbild F11 bei der. Cupertino heißt es doch. Ich weiß aber nicht genau. Ist ein bisschen nördlich. Von San Francisco? Von San Francisco. Also ihr seht, wir durften uns nicht bewegen. Ich habe es natürlich falsch eingestellt. Classic. Aber wir bewegen uns nicht, sondern nur, also im Kreis dürfen wir uns natürlich umschauen. Und da ist dann irgendwo ein Tipp mindestens, dass du genau weißt, wo das sein könnte. Und dieses Apple aber wo Driveway. Ist denn dieses komische Cupertino? Oder ist es ein Stadtteil? Nee, das ist... Fisherman, Strawberry. Ja, du bist ja noch da direkt bei San Francisco. Ich glaube, das ist... Direkt drüber, ja.
Ist das nicht in der Bay noch irgendwo? Nee? Ich glaube nicht, nee. Aber, aber ist es nicht im Silicon Valley? Nee, da. Wo ist es denn? Silicon Valley? Ist es nicht hier, ja, sag mir in der was. Bay? Ach so, in dieser Bay schon, aber nicht in, auf dem Festland von San Francisco, meine ich. Da, ja. Da guckst du. Ich glaube, das ist in der Bay, aber ich weiß es aber nicht genau. Ich war da ja noch nie. Also San Francisco natürlich schon. In Napa war ich mal hier. Ja, da habe ich mal gearbeitet. Okay, dann müssen wir uns aufteilen. Guckst du, wo guckst du? Oben? Ich guck oben, ja klar. Wir gucken alle oben. Und ich guck oben östlich. Ja, aber das ist doch, was sagt denn, naja, der, das ist ja nicht so weit östlich, oder? Nördlich. Das ist ja nicht bei Reno oder Sacramento, man sagt ja, das ist, oder pass auf, oder ist das, nee. Sollen wir mal in den Chat gucken? Der Chat schreibt, Zipzap schreibt südlich der Bay. Ah, hier ist Cupertino. Wo? Bei San Jose. Ach so, guck mal. Ist südlich. Okay, wir haben noch 15 Sekunden oder so. Ich sehe nicht mal Cupertino. Nee? Ah, da. Da, okay. Ja. Und jetzt müssen wir noch Apple finden. Park, das ist ja irgendwo außerhalb sein. Riesengroß. Apple Park, hier. So, dann ist es wahrscheinlich hier. Apple Parkway, wie heißt das, die Straße? Apple Parkway. Ja, dann sind wir ungefähr genau hier, glaube ich. Nice! Du hast eine Badge. Ich bin genau da. 3 Meter, 5000. Hammermäßig. Nice. Musik kann aus, wir müssen uns entspannen. Prost, Gunnar. Prost, ja, ich trinke hier dieses nicht nennenswerte Getränk. Ja. Also, das war das schon mal ganz gut. Apple Way. Du bist gleich drauf gekommen. Ich war. Ich hab da auch. Ja, man Apple hat Way, ja auch, ne? Dieses runde Gebäude dann gesehen, relativ Apple schnell. Park. Das war ja relativ einfach. Aber diese Schriftzeichen haben einen natürlich ein bisschen verwirrt, aber das sah nicht nach. Korea aus, ne? Genau, aber das war ja halt auch nicht Linksverkehr, deswegen war das. Ja. Gut, dass du es gesehen hast, diesen Apple Parkway schnell. Okay, nächstes, oder? Das ist Linksverkehr, ja. Also, ich glaube. Meine Südkorea, guck mal nochmal nach. War das nicht? Also, Japan haben, die haben ja auf jeden Fall mal gewechselt, Südkorea. Deswegen ist das ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, die sind jetzt bei Linksverkehr und früher waren sie Rechtsverkehr. In Südkorea, es herrscht Rechtsverkehr nämlich. Seit wann? Praktizierte damals Linksverkehr? Ja, genau. Das hat mich schon mal gewechselt. Deswegen komme ich damit immer. Ja, das mag sein. Weil das ist nämlich, ich wurde gerade kurz skeptisch, weil das ist eine der Möglichkeiten, auch Japan und ja, gut, dann Korea ist, dann zu unterscheiden. Super. Dann wissen wir das ja jetzt. Gut. Cool. Cool von uns. Sehr cool. Nächste Runde wieder Vollbild. Mache ich natürlich nächste Round. Du auch, Drück drauf? Ja. Ja, also was ist das denn? Das ist ja alles mega einfach. Das ist ja albern. Also das ist wirklich very easy alles, oder? Kann das sein? Ja. Na gut, machen wir richtig schnell, komm. Ich weiß nur nicht, wo Sydney ist. Opernhaus ist ja auch hier in dem Ding drin, ne? Opera House, ja. Ich war da halt noch nie, aber ist doch, ist das nicht hier irgendwo da? Und jetzt will ich es aber genau wissen. Ja, das Problem, ja. Wir sind natürlich am Wasser und das ist natürlich nördlich. Ja, das Problem ist, bei diesen Photospheric-Dingern kannst du nicht auf den Kompass unbedingt achten. Aber du siehst ja trotzdem diese Brücke. Ja, hier sind wir doch. Ja. An der Ecke, mach mal. Ja. 12 Meter. 10 Meter. Nächste Runde. Ja, ist very easy. Ja, das ist ein bisschen zu einfach, glaube ich. Das ist ja eher, okay. Das ist schon mal was anderes hier. Nächste Runde. Israel? Nee. Na doch, das ist doch hier Kyrillisch, oder? Ja. Und Arabisch, das, so, das ist doch bestimmt hier. Aber hier steht auch noch was. Muristan. Ja, das Langnese-Zeichen. Ja. Jerusalem. Ja, wahrscheinlich. So berühmt hier dieses Hanadi-Restaurant wohl? Das ist wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Klagemauer. Hier hinter oder so. Ja. Irgendwie sowas vielleicht. Aber ich war halt auch noch nie da. Nee. Ich gehe mal. Warst du noch nicht da, ne? Holy Church. Wir machen mal unterschiedliche Sachen, oder? Ja. Wo ist die Hanadi-Restaurant? Achso, ja, wie ist denn der Straßenname vielleicht? Ja, vielleicht kann das. Mursian.
Morisian. Diese andere, die man sieht, ist Sud, also zumindest zwei Morisian. Namen. Zug? Nee. Ach doch, Zug und dann Aftomf. Zug. Hier ist so eine Mall. Morisian. Habibi. Habibi. City of David. Hm. Sud al-Khatimi. Khatimi. Nee. Ja, Jerusalem. Ja, wir haben noch eine Minute Zeit, aber ich weiß nicht, ob wir da so weiterkommen. Wie hast, was hast du gesagt? Sud? Sud und dann, okay. Oder Zug. Nee, ist okay. Und dann Afimos oder Afmos. Mach's hier so. Schon mal irgendwo hin, bei dem New Gate, Notre Dame, Jerusalem Center. Sava. Savas. Naja, es wird ja schon... Ja, pff. Das ist wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe, aber ich... Muristan Road. Muristan Road. Gibt's hier Muristan irgendwie, ja, wenn man rauszoomt? Habe ich auch schon geguckt, habe ich auch nicht gefunden. Nicht gefunden, sagst du. Wir haben uns natürlich auch voll auf Jerusalem. Ja, also wir wissen es halt auch nicht, ne? Okay, dann machen wir, beenden wir, oder? Du kannst ja auf Tel Aviv oder so gehen noch, aber guck mal. 499 Meter, das ist doch okay. Stark. 387 Meter. Guck mal, es war doch noch, was war denn das jetzt? Danish Church? The Danish Church in Jerusalem, aber der Muristan Street. Ah, hier, Church of Holy... Oh, irgendeine Church, ne? Holy, okay, next round? Ja. We finally did it! Schade, dass wir jetzt aber natürlich nicht 100... Die volle Punktzahl kriegen? Ja, genau. Nee, das müssen wir später. Später machen wir ohne okay. Time Limit. Und wir dann sind natürlich... In Helsinki. Ja. Helsinki. Am Hafen. Helsinki. Helsinki am Hafen. Ja, das wird schon Helsinki sein, ne? Ja, hier ist auch hier skandinavische Flaggen alle, ne? Von daher, wenn da jetzt diese komische, fette Burg da ist und so, dann wird das doch wohl... Makasine Terminali. Makasine Terminal. Wo ist denn dieses... Der Hafen ist hier oder was? Viel Hafen. Ja. Da warst du doch bestimmt auch schon. Nee. Finnland noch nie. Magazin-Terminal. Ja, hier wahrscheinlich, ne? Es da hinten ist ja noch dieser fette, dieses fette Ding da, ne? Ja. Dieses Kapitoleske. Ja. Und es ist ja eine große Straße auch. Und die endet dann so, die geht dann so, guck mal, hier so ein riesiges Schiff. Also die geht quasi, die Straße geht hier in das Wasser. Das ist so hier irgendwo sein, oder? Nee. Ich dachte hier irgendwo. Ja. Bist du auch wahrscheinlich, ne? Ist hier das Reddest Blue vielleicht auch? Anders. Da ist noch eine Kirche. Das kann auch Quatsch sein, was ich gemacht habe. Satam, Helsinki, Satama. Das Kreuzfahrtschiff-Terminal ist das, ne? Das wird doch hier sein. Ja, das muss doch irgendwo riesig hier, ja. Wer ist denn die Straße hier? Riesig. So, komm, da müssen wir doch mal ein bisschen so, schlauer. Wahrscheinlich diese Straße, die geht ja. Das Norden ist hier. Guck mal. Norden. Ach, guck mal. Norden ist noch dieses Kapitol. Du. Im Norden? Im Norden ist dieses Kapitol. Ah ja, muss ja auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Was ist denn jetzt los hier? Also, hier steht was von wegen. Helsinki. Ich glaube, wir sind in Helsinki. Ja, das ist ja. Ja. Nach so 20 Minuten suchen. Wo sind denn die ganzen Schiffe? Die landen doch eigentlich nur hier. Hier sind doch die ganzen Docks. Und, da ist doch sogar auch diese Wasserstraße eingezeichnet. Gibt es hier ein Skywheel? Siehst du ein Dings? So ein. Ein Skywheel? Ja. Also so ein. Ein Skywheel? Ja, hier hinten, oder? Ist das das vielleicht? Ist hier vielleicht so ein. Ich muss mich aufklären, du bist maritimer unterwegs als ich. Nee, Skywheel, ich dachte einfach mal, das wäre so ein Riesenrad. Ach so. Habe ich jetzt mal geschätzt. Mhm, mhm. Was ist mit hier so? Siehst du, Meri Marchesini? Scheiße. Ja doch, ich bin da, voll gut. 100 Meter bist du. Ja. Richtig stark. Ich habe aber nicht auf die Zeit geachtet. Nee, ich auch nicht.
War ein bisschen blöd. Aber ich dachte, wir sind hier. Haben wir die ganze Zeit woanders hingeguckt? Nee, ich habe erst da geguckt und dann habe ich gedacht, hier passt mehr. Passt weil besser. Hier so auch größere Straßen sind, ne? Genau. Wasserstraßen. Und, ja. Hey, sie gehst halt mal. Okay, dann würde ich sagen. Next round, baby! Und das, die Skywheel habe ich, glaube ich, da gesehen. Das war, glaube ich, das, was ich gezeigt habe. Nächste sogar. Runde. Entschuldigung. Ja, aber. Ja, gut. Das können wir auch machen eben. Belgien. Nein. Ja. Kurz übergeben, aber nur ganz kurz. Das ist hier unten irgendwo, ne? Hier. Christo Redentor. So, jetzt wollen wir mal gucken. Der guckt ja gerade, den sieht man nämlich hier auf der Karte, glaube ich, auch ganz gut, wie der aussieht. Der müssen wir hier. Bei dem Café, aber wir sind ja genau von dem Café. Davon, ne? Ja. Oh, fertig. New Badge bekommen, 4 Meter. Ja? Wir sind dann noch so ein Café davor noch, ne? Hier oder was? Nee. Hier. Na, da ist doch ein Restaurant eingezeichnet auf der Karte bei dir. Das Restaurant der Corvacado? Ja, klar. Aha. Aber irgendwie. Kannst du auch bei mir gucken. Ja, ist egal. Du bist genau beim Restaurant. 15 Meter. Hat gereicht. Gut. You summary. Na, das ist ja, das war zu einfach, ne? Das sah doch gut aus. 3 Punkte habe ich verloren. Okay. Ja, du hast 3 Punkte. Ne, 3 Punkte fehlen mir zur vollen Punkte. Ach so, das ist natürlich ärgerlich, ja. Das ist auf jeden Fall ein bisschen zu einfach. Ja, das war ein bisschen zu einfach. Aber wir können einfach, ich würde, bevor wir aber wollten, hat auch Spaß gemacht, dann ist man halt geil, ne? Ich auch, ja. Wo kommt man denn hier zurück? Ich verstehe das ganze Spiel nicht mehr. Es gibt doch noch andere Detective-Karten. Ja, das war, es gibt einem andere. Ich würde sagen, wir machen noch so eine Detective-Karte zusammen, ja, bevor wir so eine lange Dings machen, oder? Genau, das stand aber auch super einfach, ne? Das stand da, ja. Das war das hier wahrscheinlich. Nee. Doch. Das ist so gut. Ja? Easy. Von Benji. Das ist jetzt easy. Ja, gut. Easy ist nicht super easy, oder? Haben wir eben super easy? Wir hatten. Detective. Nee, Geodetective habe ich nicht mehr eingegeben. Wir waren hier bei diesem World Geodetective No Zoom, waren wir, glaube ich, drin. Das war very easy. Ja, dann machen wir lieber easy. Dann fühlen wir uns trotzdem noch super smart. Ja. Das müssen wir uns aber gar nicht. So, so, dann machen wir Challenge. 3 Minuten. No move, aber. Invite friends. Das kannst du mir das jetzt einfach reinkopieren in diesen komischen. Das bin ich jetzt mal gespannt. Muss ich wahrscheinlich aktualisieren jetzt? Ja, ich habe es gespeichert. Ah, ja. Deine IP-Adresse sehe ich jetzt. Sehr gut. Nee. Oh, ich habe natürlich jetzt leider. Das mache ich nochmal aus, einfach wahrscheinlich. Okay. Ich hatte euch ja versprochen. Ah, doch, hier ist es noch drin. Hier der Link, wenn ihr es nachspielen wollt. Das könnt ihr natürlich auch. So, dann gebe ich das jetzt hier ein. Bei später. Ne? Hammer Flow. Ist es wohl das, ist es das Richtige? Last jetzt? Challenged You steht hier. Ist es mit hinten U3V? Ja. Okay, let's go. Start Game. Goni Krupp! Goni Krupp! Ankara? Okay, irgendwas zwischen Ankara und Gümrük. Nicht denn. Okay, Ankara, Bor und Konya. Bor ist ja wahrscheinlich. Nee, sag ja, mir nichts. Ist das ja so, dass oben Bor ist ja wahrscheinlich das nächste, oder? Ja, das ist aber auch in Ländern unterschiedlich tatsächlich. Leider. Post Gap. Leider unterschiedlich. Aber wir gehen erstmal in die Türkei. Hä? Und gucken mal, boah, wo ist denn Bor? Boah, guck mal, da hinten ist sogar eine Bor-Werbung, diese grüne, dieses Plakat. Das heißt, wir sind wahrscheinlich in Bor. Boah, meinst du? Oder unmittelbar vor Bor. Also, mal gucken. Ankara geht natürlich, Ankara muss, geht in Westen ist Ankara. Also sind wir östlich von Ankara irgendwo. Wahrscheinlich. Ja. Das habe ich jetzt mal kurz hier so erschlossen. Ja. Es geht in den Westen, aber auch so ein bisschen in Richtung, ja, Süden. Naja. Boah. Oder irgendwas anderes sollten wir schon noch finden. Konya oder Bor? Ja. Konya, Konjak. Ankara. Shit, ey. Ah, hier ist Konya. Südlich von Ankara. Südlich, okay. Bor ist hier auch, guck mal. Bor ist richtig klein. Nördlich? Nee. Auch südlich. Deutlich südlich? Deutlich südlich. Also hier. Ich zeig das mal eben. Eher Konya oder eher bei Ankara? Ich weiß. Oh, nee. Östlich von Konya ist Bor. Aha. Ist sehr klein, Bor. Das musst du erstmal finden, Lars. Ich will das finden.
Und wir sind hier, auf welcher Straße sind wir denn? Auf welcher Straße, boah, finden wir uns denn? Loser. Ah, ich habe auch Bohr gefunden. Und da ist ja auch Nikte. Dann haben wir doch alles. Nikte und Gümrü ist Richtung Osten. Ich denke mal, wir sind in Bohr auf dieser, auf einer von diesen großen, kurz vor einer dieser großen Straßen. Einer von diesen Bohrinseln. Entweder die 085 D805 vielleicht? Auf der Kreuzung oder auf der anderen Kreuzung da? Da müssen wir mal gucken. Gunsel, hier ist. Nee. Doch, da ist die Shell-Tankstelle, da ist es. Hier ist eine Shell. Hier sind wir. Weil da ist eine Shell. Auf welcher? Auf der D330. Hier unten, ne? Auf der, ne? Wahrscheinlich? Nee. Hm? Eigentlich mitten zwischen Bohr und Nikte. Aber hier ist doch. Okay. Ich lass mich nicht verarschen. Weil hier ist nämlich so eine Kirche, die nämlich auch hier ist. Gunnar, ich lass mich nicht verarschen von dir. Weil hast du diese Kirche hier auch? Weil die Kirche kommt hier bei mir genau hin. Kirche vor allem. Okay. Ja, Kirche. Okay, nee, du hattest wahrscheinlich recht und ich nicht. Weiß ich nicht. Nee, das war auch falsch. Ich dachte, wir sind genau hier, weil das. Ich bin 7 Kilometer. Nee, das bist du doch. Ich bin 19 Meter, ich war genau richtig, ja. Ja, genau richtig. Nice. Guck mal, das hier hast du gar nicht gesehen. Hammer! Guck mal hier von wegen, das ist irgendwo auf dem Strand oder was. Hier, schön auf der Straße. Aber ist denn da auch die Moschee? Die berühmte Toki. Ah, da sieht man die doch, oder? Ist okay. I don't know. Bei mir war nämlich, hat es nämlich auch mit dieser Moschee gut gepasst, eigentlich. Okay. Next round. Toki-Shell, schreibt der Chat, ja. Toki-Shell-Kelaj! Lakshu! Toki-Shell-Kelaj. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall ein amerikanisches Auto. City of Go Beach. Where's the Go Beach City? Beach auf jeden Fall. 94 ist dann für Kalifornien. Was? 94 Postleitzahl ist Kalifornien. Aha. Ich sehe überhaupt keine Postleitzahl hier. Ach, hier. Und am Strand. Du bist ja krass, weil du da auch Verwandte hast, ne? Naja, 90-210 kennst du ja auch. Aha, ja, stimmt. Aber auch Verwandte habe ich auch. Wo ist die Gold Beach wohl? Gold Beach. Aber das ist ja 94-090. Von meinem Verwandten haben 9-3. 9-3. Und die sind San Diego, ne? Ja. Ja, gut. Und 9-0 ist wahrscheinlich L.A. oder was? Nee. 90? Ja. Doch. Und dann ist 9-4 vielleicht noch südlicher? Imperial Beach? Da passt aber nicht viel südlicher, passt da nichts. Nee, Tijuana? Golden Beach? Nee, das ist ja dann schon nicht mehr. Guck mal, hier ist Silver Strand. Penske? Nee. San Diego. Aber ich weiß nicht, ob die das natürlich Golden Beach. Aber meinst du wirklich, das ist der Detective-Dings, dass man das hätte sehen müssen mit der 9? Wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Aber 90-210 und so, das weiß man ja eigentlich auch. Beverly Hills und so. Pacific Street ist doch bestimmt. Die 1, ja. Nee, weiß nicht. Okay, wo ist denn der, guck mal, der ist ja gut schon. Das muss ja irgendwo genau am Wasser sein. Golden Beach. Ich schätze mal irgendwo L.A. Excuse me? Als ich mit einem Freund mit 16, mit meinen drei Freunden in Lloret de Mar war, haben wir auch den Strand gesucht und hat mein Freund irgendwann gesagt, zu die Leute gefragt, excuse me, where are the beach? Oh Gott. Golden Beach, kennt man das vielleicht von irgendwoher? Ist da vielleicht jetzt gerade Ölkatastrophe? Ich glaube, jeder vierte Beach heißt Golden Beach. Wie sieht dieser Beach aus? Hier ist ja gerade so krass Ölverpestung, ne? Ja. Hast du nicht mitbekommen gestern? Ich bin raus aus der Welt, Gunnar. Ein Öltanker und so. Riesen Ölteppich, alles kaputt. Ich habe mit anderen Ölen zu tun gerade. Nennst du Bier oder was? Hä? Eine Sekunde noch, ja gut. Oh, ja, das reicht hier mir. Ganz weit oben. Oh.
ist auch nicht. Oh, das ist ja nicht mal Kalifornien. Nicht mehr, Kalifornien, sondern nördlich noch, guck mal. Wer weiß ich doch nicht. Ich dachte, 9 ist Kalifornien. 9 ist, hat auf jeden Fall Kalifornien auch. Wofür ist denn Golden Beach bekannt? Da kannst du gut surfen. Ist das so? Ja, wahrscheinlich. Ja. Kein Plan. Aber Golden kalt Beach. Doch da oben. Naja, gut. Das ist schon viel zu kalt. Schweinisch. Schweinisch kalt. Was schreibt der Chat? Das Beste an Kalifornien ist Corona gleich neben L.A. Corona. Schreibt Itzel Days. Australien auch Gold Beach. Ja, das glaube ich auch. Das ist doch kaum besiegelt dort. Warum dann ausgerechnet L.A.? Ja, haben wir L.A. dann jetzt letztendlich gemacht? Ich habe L.A. gemacht, weil ich dachte, wenn die schon irgendwie was Bekanntes suchen, und es ist ungefähr da Kalifornien die Ecke, dachte ich dann wahrscheinlich, ist das irgendwas Bekanntes in L.A. Kann sein. Weil man kennt ja, da oben kennt man ja nichts eigentlich. So habe ich nur logisch gedacht, wie das Spiel sich das gedacht. Du bist ein logischer Typ. Nächste Runde, let's do this. So. Was sehen wir? Und Paul ist auf jeden Fall, will wieder gewählt werden, oder was? Verlangen, das klingt so irisch. Oh, hier gibt's Häuser zu kaufen. Winslow Properties. Properties, das sieht auch nach Großbritannien aus. Market Cross. Heißt auch so. Aber natürlich auch keine gelben Nummernschilder, ne? Sondern EU hier. EU-Nummernschilder. Und ein Renault, wahrscheinlich Frankreich. Nee, das ist hier Irland. Nee, das ist französisch hier, oder? Nee, Anmanistier. Das ist doch dieses. Das ist Irland oder Schottland. Haben die keine Nummernschilder so gelbe? Ah, hier schon mal. Diese Schrift sieht auch sehr, sehr irisch aus hier, ne? So Kelt. Ja. Kilkenny. Und ja. Der Typ, Alter, wenn das kein Ire ist, das ist jetzt mal ehrlich. Stimmt. Das ist auf jeden Fall. Hast du sogar, der hat sogar hier unten das Kleeblatt, oder? Wirklich? Oder Recycling. Ja, okay. Ich war, ohne Kilkenny auch. Hier, guck mal, Kilkenny. Ja. Das kennen wir doch mal als Biersorte. Also, zumindest bei GeoGuessr waren wir da schon mal. Bei dem Typen auch? So, ja, aber auf welcher irischen Seite sind wir? Nordirland oder das andere? Hier sind auch. Hier steht übrigens auch Irish Town. Oh, Irish Town ist aber ja vielleicht. Dann nicht in ist Irland. Das so ein, ist das so ein Vergnügungspark irgendwo in China? Ach so, in Schottland. Ach so. Und da haben die auch die Leute eingekauft, vielleicht, die dann da rumlaufen, die so aussehen wie Iren. Mehr Noise. Nee, komm, sag mal, sind wir in Nordirland oder. Südirland. Na, es müsste ja im normalen Irland sein. Ist da hinten Wasser oder ist das. Ist das hier Wasser oder ist das. Guck mal bei mir. Ganz schwer zu sagen, ja, ich sehe es. Ganz schwer zu sagen, Gunnar. Ist ja auch nicht gerade, ne? Wasser wäre ja gerade wahrscheinlich. Wasser ist oft gerade, ja. Ja. Also Kilkenny vielleicht. Finden wir einen Kilkenny. Kilkenny ist auch so eine Biermarke. Ja, aber vielleicht kommt das ja aus Kilkenny. Ja, hier finde ich, habe ich Kilkenny schon gefunden. Oh my god, they Kilkenny. Wegen, ja, wegen Park. Starke Nummer war das. Wo hast du es gefunden? Da so mittendrin. In Irland? Ja. Guck mal, in Irland gibt es die Stadt Irland. Lol. Kilkenny, ja. Aber wir sind doch bestimmt nicht. Sind wir in Kilkenny oder was? Dublin Road? Ja, ich glaube schon. Was steht denn hier? Ich glaube schon. Wir sind hier am Castle oder sowas. Nee. Black Abbey. Christian. Black Abbey. Kilkenny Castle. Hier ist Kilkenny Castle Park. Hast du das gefunden? Ja, hier. Achso, ich dachte, das ist. Achso, ja, nee, das ist blöd. Dean Street. Hospital. Nein, ah, schon vorbei wieder. Vorbei, aber gut. Aber gut. 500 Meter. Ich habe 800 Meter. Ha. Huh. Wir sind ja super. Wir sind nicht schlecht. Wenn wir da jetzt rausgelassen werden in Real Life, das wäre doch mal eine Show. Wir machen das und dann kommst du 500 Meter, ich 800 Meter. Dann werden wir da rausgelassen und wer als erstes beim Ziel ist. Oder uns, ja. Und wir müssen vorher eben das erspielen, den Abstand zur Location. Und dann holt uns direkt jemand ab und bringt uns dahin. Ja. Aber wir müssen Battle machen wir. Ja. Auch wenn es dann irgendwo in Russland ist, dann müssen wir, dann halt sofort hier abgeholt 2000 Kilometer. Von so Leuten wie bei hier Squid Game. Ja. Sofort hier. Habe ich nicht gesehen. Ist es gut? Kannst du es empfehlen? Schon hart auf jeden Fall, aber ich bin erst bei Folge 5. Nicht spoilern in den Chat. Jetzt ein Spoiler in den Chat, bitte. Nein, doch nicht. Mach nicht. Auf den zu gucken. Doch, ich sag dir alles, was jetzt passiert. Hey, machst du schon weiter? Achso, Entschuldigung, ja. Cebu City. Cebu
Sagt ihr was? Indiana, nee, null. Core Drug Makers. Das ist mir jetzt aufgefallen. Siehst du hier Drug Makers? Hm? Indiana. Senata Presidia. Indiana School of. Ja, Indiana? Sind wir Indianapolis oder was? Das sieht aber doch nicht nach Indiana aus. Ja, Indianapolis. Das ist doch nicht USA hier. Nee, das sieht nicht nach USA aus. Jetzt nur diese Leute, diese ganzen Dinger sehen. Nee, das ist nicht USA. Agency. Das sieht eher aus wie Indiana, die es man nicht mehr sagt. Ja, ja, genau. Genau. Oh ja, er. Den Gag darf man es kurz mal machen. Darf man so machen, ne? Animal Care. Ah, hier, Philippines.ph. Guck dir mal da, schau dir mal da. Okay, auf den Philippinen. Mhm. Nur lieber Gunnar Kopp. Ja, Indiana. Oh, genau. Indiana. Gibt's das da? Weiß ich nicht. Ist das vielleicht ein, auch ein, so ein Land quasi, so ein Bundesland? Aha. Weiß ich doch nicht, du. Ich frag dich. Aha. Ja, ich frag dich, Lars. Aha, aha. Nö. Aha. Nee, weiß ich nicht. Ich aber frag dich. Wir kriegen noch einen besseren Tipp. Das ist doch Richtung Kiel-mäßig. Ja, wir haben hier, guck mal. Cebu City haben wir doch. Cebu City. Ach ja. Cebu, hier. Da haben wir Cebu City schon. Du bist geil. Da ist Cebu City. Und wo sind die Drugmasters? Und wir haben da noch eine Road auch, oder? Jerusalem Road. Natividad Center. Drugmakers. Die werden doch hier wohl draufstehen. Ranudo Street. Ah, das ist Ranudo. Jetzt. Aber ich kann ja noch mal gucken hier. Warte mal. Ich mach mal hier schon mal meinen Double hin. Indiana Condotel. School of Hotel and Tourism. Hier sind so Hochhäuser auf jeden Fall. Aha. Die helfen uns. Bridgestone. Reifen. Mandaui. Sind hier so Hochhäuser? Sind wahrscheinlich überall hier, ne? Natividad Center M1. Elementary School. Wie heißt die School of? 10 Sekunden noch. Ah. Hast du's? Nee. Nee. Nee, nicht mal im Ansatz. Na, ich mach mal hier irgendwo in der Mitte rein. Hier irgendwo. Bist du auf dieser Insel oder auf der anderen Seite? Bin 1 Kilometer entfernt. Gibt ja hier diese Insel und dann gibt's... Nee, bei Cebu City war ich. Ja. Bin auch 1 Kilometer entfernt. Ich 1,1. Ah. Habe ich ein bisschen gelogen. Aus. Wenn wir hier jetzt rausgelassen werden, wäre es dann als erstes... Ja, aber ich kann auf jeden Fall schneller 1 Kilometer laufen. Stimmt, tatsächlich. Nee, du überholst mich erst ab Kilometer 2. Meinst du, ja? Doch, du überholst mich schon nach... 500 Metern, aber ich habe ja einen 100 Meter Vorsprung. Könnte schwierig werden. Gunnar ist nämlich richtig sportlich geworden. War ich immer. Weiter. Oh Gott. Ramos. Horn. Das ist doch hier Hamburg Horn. Stad van de Golden. Van de Golden. Okay, das kann ich gerade gehört. Sind die schöne Fahrer mit den Viechchen unterwegs. Aha, die Gewestring vor Walter Heisken. Da hinten ist schon die Kirche. Ich würde fast sagen, dass wir in den Niederlanden sind. Das würde ich auch mal sagen. Und zwar am Meer. Und zwar bei Markermeerdieken. Vom Meer informiert. In der Markermeerdieken. So, das Meer ist auf jeden Fall im... Oh, guck mal, das Meer ist im Süden. Overrein. Und da gibt es doch nicht viel in Niederlande, oder? Meer im Süden? Naja, wenn du da so kleine... Ja, so scheiß Schnüdel hast dann schon. Aber das sieht aus wie ein großes Meer, du. Guck mal, da ist ja gar kein... Ja, das stimmt. Und deswegen kann das eigentlich nicht Niederlande sein. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Das verwirrt. Es ist verwirrend. Ich mach mal hier hin. Weil das ist ja eigentlich das Einzige, oder? Das Horn! 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 Entschuldigung? Ach, das Horn ist sogar richtig groß. Ach, Eiselmeer! Ich kenne noch Horn sogar. Eventuell fahren wir morgen auch noch Horn. Quatsch nicht. Ich auch? Das ist... Ich mit dir zusammen? Das ist so ein Insider bei uns. Weil, das ist so lustig. Wir haben so über das andere Boot drüber, also mit 13 haben wir einen Ausflug Eiselmeer gemacht oder 14. Ach, wir fahren da morgen nicht hin. Das willst du damit sagen. Nee,
Okay. Und dann haben wir die gefragt, wir haben gesagt, wir fahren nach Horn. Und dann hat der gesagt, eventuell fahren wir morgen auch nach Horn. Und er hat es so komisch gesagt. Und jetzt siehst du es zum ersten Mal, oder was? Das ist. Das aber es gibt mehrere Horns im Eichelmeer auch. Das ist das Problem. Das ist ein scheiß Problem. Nee, für mich nicht. Weil hier sehe ich doch das Westfriesische Museum da hinten. Da, das ist es doch hier. Das ist doch das Museum hier. Ich's? Stimmt. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich's? Ich würde sagen, ich bin genau hier. Start. Das ist diese Bucht hier. Ja, ich mach mal auf Gas. Komm. Komm. Bitte. 160 Meter. Bitte? Ein Punkt. Ist okay. Ist okay. Westerdiek. Westerdiek, Horn an See. Horn, eventuell fahren wir morgen auch nach Horn, ey. Ich glaub's nicht. Eventuell fahren wir morgen auch nach Horn. Ich weiß nicht, wo wir sind. Hier, doch. 30 Meter. Bitte. Ja, ich war extra auf den Fahrradweg, weil ich dachte, das wäre kein Fahrradweg, diese große Straße. Das ist wirklich, also das ist gerade echt der Hammer, ey. Das ist Horn, vielleicht, ey. Ich habe mich ganz kurz gefreut, dass wir morgen vielleicht nach Horn fahren. Nee. Aber offensichtlich war das eine Lüge. Naja, eventuell fahren wir morgen auch nach Horn. Eventuell freue ich mich dann auch. Gut. Okay. You summary. Eventuell fahren wir morgen auch nach Horn, ey. Hammer. Wusstest du, dass das ist geil. Ja, einen Fehler haben wir gemacht eigentlich nur. Da mit dem Kalifornien-Ding. Aber sonst eine astreine Nummer gewesen. Hammer, geil. Okay, Gunni, dann geht's jetzt drum. Wir machen das jetzt. Ich bin, wie ich führe. Guck mal, ich habe mehr Punkte geholt als du. Das ist ja geil. Du bist für mich ein junger Gott. Kann man fast sagen. Das war einfach nur Glück. Wir waren ja beide immer. Nee, du warst schon echt stark. Habe ich das da jetzt einge... Ein guter Vorschlag aus dem Chat. Es gibt auf Geotastic auch den Modus, dass man zu zweit an verschiedenen Punkten in einer Stadt ist und sich dann finden muss. Oh, das ist witzig. Aber vielleicht fürs nächste Mal. Das musst du jetzt einmal angucken vorher. Muss ich mir erst anschauen. Shoutout natürlich auch nochmal an Geotastic. Aber wie findet man sich? Hat man dann so einen Avatar und läuft dann durch oder was? Das wäre natürlich auch geil. Hat man nicht. Wie findet man sich? Ich möchte dich auf jeden Fall finden. Na gut, das machen wir beim nächsten Mal. Aber jetzt machen wir wirklich die Nummer, dass wir unendlich Zeit haben, aber 5000 Punkte kriegen müssen. Ja, zusammen spielen wir das auch. Oder was? Also zusammen, ja. Also wir gucken dann zusammen auf einen oder was? Nee. Ja, so wie gerade machen wir das. Ja, und dann sage ich. Und dann kannst du sagen, geh du in den Osten. Ich bin in Horn! Okay, so machen wir's. Schön. Aber es darf eigentlich kein allzu schweres Ding sein, weil sonst hängen wir hier wirklich 20. Doch! Doch, ganz normal? Das soll richtig ballern. Klar. Okay, dann Diverse World. Ja. Play, Challenge, Moving Allowed. Ich lade dich ein. Das muss richtig schön schwer sein, sonst ist es ja einfach. Muss richtig ballern, sagst du? Ja. Okay, ihr da könnt, muss der Chat auch mal bluten. Und die Leute natürlich gucken. Ja, ich speichere. Das wird jetzt vielleicht auch ein bisschen langweilig. Nein. Wer ist denn nochmal hier? Davies. Unser Fußballspieler von Geo Wizard. Ja, Tom Davies. Tom Davies. Mhm. Der spult ja immer dann vor, wenn er ganz lange irgendwo sucht. Mhm. Wir machen das nicht. Wir können das ja nicht. Wir gucken das live jetzt an, eine halbe Stunde. Ja. Nein, wir gucken mal. Oder findest du das? Wieso hast du jetzt eigentlich on camera gesagt, dass es die folgende halbe Stunde richtig langweilig wird? Das stimmt nicht, habe ich nicht gesagt. Du hast gesagt, eigentlich solltet ihr ausschalten. Das stimmt nicht. Du hast gerade alle Zuschauer. Wir bieten doch hier Top-Unterhaltung, Lars. Okay. So, zack, kopiere ich mir, habe ich auch wieder eingefügt nochmal. Ja. Ja. So. Start Game. Okay. Ist ja eh ohne Zeitlimit. Hat es funktioniert? Ja, ich poste es euch auch ins Forum, dann könnt ihr das. Na, guck mal. Ich gehe mal nach hinten an den. Was sind das denn für geile Kornfelder hier? Okay. Welche Farbe? Also, ist das hier so Mohn oder was? Mohn? Ja, was sind das für Felder? Die sind so schön. Das ist nicht rot, ne? Ja, ja. Aber du hast ja so eine grün-blau-Schwäche. Weiß ich ja. Ja, was ist das denn für ein. Was ist das denn für ein. Blau, weil blau ist, ne? Ja, was hat ein Mond für eine Plastik Farbe? Würde es sein. Mond? Rot. Ist rot Mond rot? Okay. Hast du gedacht, Mond ist blau? Ich weiß es nicht. Ich habe Mondfelder. Ja, ich habe Mondschanzen schon mal gesehen, stimmt ja. Okay. Gehst du gerade in den Süden oder Norden? Ich bin nach unten gegangen. Du gehst einfach geradeaus weiter. Ja. Da ist doch schon so ein Haus, das sieht doch jetzt schon mal nicht, sag ich mal, richtig deutsch aus. Nee. Und wir haben ja auch. Ist doch, würde ich sagen, ist doch auf jeden Fall japanisch. Ja, wir haben, ich sehe jetzt hier nur chinesische, ja, das könnte hier auch. Ne? Ich würde sagen japanisch. So, dieses Land sieht doch auch sehr japanisch aus. Ja, oder Taiwan. Reisfeldern hier und so. Ries, hier ist ein Schild. Ich bin ja
Hier, was ist das hier? Lars, guck mal die Schrift zeigen. Das sieht doch auch japanisch aus, oder nicht? Ja. Ich tu mich da immer noch ein bisschen schwer, muss ich sagen, bei ein, zwei Schriftzeichen. Aber ja, peinlich. Bei ein, zwei verschiedenen Schriftzeichen. Ja, klar. Ach, guck mal, jetzt wissen wir's. Es war gar keine Blumen. Ist Plastik. Plaste. Ja, ich habe mich gewundert, was das für Blumen sein können. Deswegen dachte ich vielleicht Mohn, weil. Ach, keine Ahnung. Ja, also wir haben Linksverkehr. Es ist Japan. Es ist Japan. Jetzt müssen wir nur irgendwie gucken, wie wir auf eine Stadt kommen. Ja, Japan ist natürlich jetzt gleich mal die fucking Hölle, ey. Gerade Japan ist so schwierig, genau rauszufinden, wo du bist. Es hat selbst Tom Davies, unser großes Vorbild. Sagen sie das etwa, die müssen abschalten jetzt oder was? Ja, also. So, guck mal hier, haben wir das doch. Diesen Scheiß. So, oh! Da ist doch mal ein Schild, Lars. Herrlich! Ja. Aber grundsätzlich trotzdem, den Scheiß würde ich so, mir nicht geben. In 20 Kilometern ist Haramachi. Abschalten. Komm, wir schalten alle ab. Ja, komm, wenn wir jetzt alle. Haramachi, komm, wo ist es? Also die 74, aber das sieht mir nach so einer kleinen Straße aus. Haramachi, okay. Guck du mal, ob du da was findest. Ich schau mal weiter. Ich guck erstmal die 74, suche ich jetzt erstmal. Okay, du guckst mal weiter und sagst auch was zu den Zuschauern. Ja, ich frage mich nämlich hier, ob das irgendwie die grobe Landkarte ist und ich hier was erkennen sollte. Ist es aber, glaube ich, nicht. Ich dachte erst hier, guck mal, so wenige von diesen Zahlen, das ist ja kein Problem. Buff. Ja, ja. Alles voll. Aber hast du mal das Auto angeschaut, auf dem wir fahren? Das ist ein ganz lustiger. Ein ganz normaler LKW, aber lustig. Richtig gut. Zum Schreien. So, die 74. Ich bin jetzt schon auf Fukuoka. Ich habe ja mal sogar Japanisch im Abi hatten wir. Was? Oder in der Schule haben wir Japan durchgenommen. Was? Im Erdkunde-LK. Ah, okay, ich dachte, das ist Japan. Ich weiß nichts mehr. Ja. Im Erdkunde-LK war eineinhalb Jahr, also ein Viertel oder so, war auf jeden Fall Japan-Thema. Eigentlich super spannend und ganz kurze Zwischenfrage, sind wir doch in die gleiche Richtung gegangen, weil ich jetzt auch hier bin? Weiß ich nicht. Oder führten viele Wege nach Rom? Ich bin nach hinten, da bin ich hingegangen. Du auch. Nee, ich bin hier hingegangen und dann haben wir uns da vorne einfach getroffen. Ja. Guck mal, haben wir das Spiel doch gespielt, was ihr wolltet im Chat. Wir haben uns getroffen wieder. Das stimmt. So schön war das doch nicht. Ja. Wir haben an der gleichen Stelle gestartet. Einmal jeder im Halbkreis gefahren. So, die 74, wo ist die denn jetzt? Komm. Und Japan hat dir nicht gefallen, oder was, im Geografieunterricht? Doch, fand ich toll. Aber es hat mich damals leider nicht so begeistern können, weil ich glaube ich auch, ich war für vieles in der Schule nicht so wirklich empfänglich. Ja, ja, kenne ich. Sag ich mal. Und es hat mich einfach die meisten Sachen nicht so wirklich interessiert. Und eigentlich auch Geschichte, wie spannend Geschichte ist und man hat das einfach. Ich fand das alles blöd. Völlig uninteressant gefunden. Oh, das ist so schade, ne? Ja, super schade. Also ich würde, mir hat sehr viel Battlefield, ich habe sehr viel Battlefield früher gespielt. Battlefield 1942, das hat mir am meisten geholfen im Geschichtsunterricht, weil ich dann so ein bisschen so die Locations wusste und so. Wirklich sehr viel. Und da konnte ich immer so sagen, ja, da war ja noch diese Schlacht im Guadalcanal und so. Und ich denke, ja, stimmt, ja, ja. Ja? Ja, ja, das hat mir sehr geholfen. Die Grafik damals war dann noch kleine Pixel. Ja, die Maps auch, ne? Also wir haben auf jeden Fall eine Tsunami-Warnstation hier. Also wir sind nicht im Landesinneren, schätze ich jetzt mal. Sondern eher. Okay, dann ist aber Tsunami ist ja eher dann an der Ostküste, ne? Die Tsunamis sind oder sind sie im Indischen Ozean auch da? Wahrscheinlich eher. Du bist doch Tsunami-Experte. Ich habe einen Tsunami überlebt. Das heißt nicht, dass ich ein Experte bin. Immer wenn ich irgendwie einen Tsunami-Experten befrage, würde ich dich anrufen. Also nur weil ich vom Auto überfahren werde, bin ich ja kein Autoprofi. Oder Kfz-Mechaniker. Aber wir hier bei diesem Modus können wir auch gerne mit dem Chat mal ein bisschen interagieren und mal gucken, ob die schon was herausgefunden haben. Weil die können natürlich auch mitsuchen, hier die Nummer 74. Und dann kriegen wir es doch hin. So, wir haben ja alle Möglichkeiten, haben wir ja. Ihr wollt weiterhin die Boni-Emotes? Ach nee, das ist ein Nightbot. Guck mal, Sendeplan, wann was anderes kommt. Ist das live? Nee, aber wir können wirklich, könnt ihr gerne mitmachen und gucken mal, ob ihr zumindest diese Straße seht und dann könnt ihr uns ungefähr sagen, zumindest auf welcher Insel sich diese Straße befindet. Das würde uns ja schon. Oder Haramachi. Aber nicht eingeben bei Google. Nee, nicht eingeben bei Google, bitte. Ach, bitte nicht. Macht's mal einer.
Aber wir können es natürlich nicht kontrollieren, ne? Wir sind ja schon. Japan ist wirklich ein dummes eine dumme erste Runde. Ja, aber das machen wir. Guck mal, ein Chat weiter. Ja. Wow, das ist See You Live People Live. Ich nehme Bing. Da kommt nur Quatsch, Gunni. Bei Bing, ja, nicht Bing nehmen. Die helfen uns nicht. Achso, ich dachte, wenn man bei Bing das eingibt, kommt nur Quatsch. Eventuell fahren wir morgen auch nach Horn. Das finde ich aber auch gut. Das kann auch bei mir zum Running Gag werden, weil was auch bei mir langsam, ich versuche es immer noch als Running Gag bei mir im Leben zu etablieren, aber es kennt halt auch wenig Leute. Einen Manko gab es. Die Blicke der Menschen. Ja. Fand ich grandios. Es ist wirklich gut, ne? Ist das noch ein Ding bei euch? Ja, Tag ein, Tag aus. Nö, ab und zu kommt's noch, ja. Also viele auch so auf Twitter gehen darauf ein. Finde ich wirklich einen tollen auch Running Gag. Gefällt mir gut. Und Mirikiri Minikiwi? Ja, das hat ja nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit dir zu tun, das ist nur allein. Also das ist für mich, dieses Alleinunterhalter Florentin interessiert mich überhaupt nicht. Ach so. Ich mag Florentin nur in Kombination mit mir. Aber guck mal, wir können ja, lass uns da mal logisch rangehen, Lars. Ja. Pass auf. Japan. Was wird, wo sieht's denn so in Japan aus? Überall. Japan sieht wirklich überall gleich aus. Ja, ne? Scheiße. Kann man natürlich so auch nicht sagen. Aber Tsunami-Gebiet. Ist auch überall. Was sagt denn der Chat jetzt? Du liest gar nicht. Doch. Du kannst auch Chat aufmachen da oben bei Superchat. Ach, Gunni, wir finden schon was. Haramachi. Ich suche. Ich glaube, ich bin schon wieder in den Kreis gefahren. Aber wenn wir gleich was gefunden haben, das wird richtig geil. Ich habe mir das Ganze ja ein bisschen geiler vorgestellt. Was bauen die denn auch ihre Schilder so auf und machen dann da noch so eine Beugung rein und so einen Knickknack? Was ist denn das? Was ist das? Guck mal hier. Was ist das? Das habe ich schon häufiger gesehen, diese Blitzdinger. Damit vielleicht LKWs mit so großen Spiegeln dann noch vorbeifahren können? Da wurde nochmal 10 cm Platz gemacht. Aha, okay. Ja, also in China, in Taiwan gibt es manchmal auch an den Pfosten so an der Seite, nee, in Thailand, da gibt es immer so nochmal Markierungen und Straßennamen, aber die gibt es hier, glaube ich, nicht. Kaki. Diese Spannung. So, aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt guck doch mal ganz kurz jemand im Chat nach, wo das ungefähr ist. Also diese Folge kann doch nicht sein. Da geht's nicht um Spannung, da geht's um Nerdtum. Wir müssen uns hier rein nerden. Wenn es nichts für euch ist, sorry. Lalala. Lululu. Lalalala. Also wo ist denn zumindest die Insel, müssen wir doch mal herausfinden. Ach, hey. Fukushima ist hier. Haramachi. Das sind 20 Kilometer. Nagasaki, schreibt jemand. Bei Nagasaki? Ja. Ja, und wo ist das? Ja, hab ich schon mal gehört. Ein Motorrad, ne? Da unten ist Nagasaki, aber er meinte Nabasaki. Nagano, das kennen wir natürlich. Nagasaki? Das hilft mir jetzt nicht weiter, das ist genauso klein wahrscheinlich. Naba. Mit Baby. Ja, wir können hier nicht googeln, sorry. Am Anfang gab es ein Schild, das zwei Punkte mit Namen und eine Halbinselform zeigte. Zeig, guck das an. Halbinsel? Halbinsel? Das geht ja nicht. Aber doch, ich glaube, ich weiß auch, was er meinte. Na, meint er hier... Kawasaki, Wasabi, Nagasaki. Ach Gott, okay. Wir sind raus. Honorobe. Eine größere Stadt wäre praktisch. Ey, dass wir ausgerechnet Japan bekommen. Ich kann es nicht oft so genug sagen. Bin auch gleich dabei, dass wir was anderes mit nächste machen. Ja. So, jetzt sollen wir eben gucken. Wir googeln eben, wo das ist. Ja. Zumindest, wo Haramachi ist. Hara, hier das? Machi? Machi. Ich will das nicht mehr gucken. Ich hab's einfach jetzt Haramachi so. Ich will das nicht mehr spielen, die Runde. Fukushima tatsächlich, da war ich doch eben. Oh, guck mal. Ja gut, guck mal. Fukushima. Haramachi gibt's so tausendmal. Scheiße. So, bei Fukushima war... Nördlich von Fukushima. So, jetzt haben wir alle mal kurz... Das löschen wir, schneiden wir nachher raus für YouTube. Das wird rausgelöscht. So, ich glaube, ich weiß, ich habe es eben gesehen. Ja, wo denn? So, also ein bisschen nördlich von Fukushima. Von Fukushima?
Scheiße. Hast du da ein Schild gesehen oder wie war das? Wo ist denn Fukushima? Scheiße. Also das ist ja auch nichts Nennenswertes passiert die letzten Jahre, aber wo ist es? Ich glaube, es ist hier ungefähr. So, ich mach jetzt. Na? Es ist. Hast du genau getroffen? Nee, aber ein anderer Typ hier, der mitspielt. Ja. Das ist ganz an der Küste hier, guck mal. Wo ist denn Fukushima jetzt? Es ist auch nicht mal bei Fukushima, es ist bei Soma. Nee. Es ist einfach, wir hätten es niemals gefunden. Ja. 74 ist ganz an der Küste. Siehst du? Und wir müssen immer 5000 exakt treffen uns, haben wir gemacht. Ah. Nicht mal im Ansatz. Obwohl, ich habe gar nicht so schlecht irgendwo hingeschätzt. Aber Gunni, wo ist denn Fukushima? Warte, du warst bist da, genau da, wo du bist. Ach, da ist Fukushima. Ja. Gut. Das hat ja jetzt nicht so aber funktioniert. Aber ist dann das... Hä? Das Kraftwerk war dann hier? Nee. Wahrscheinlich gehörte das auch dazu, ne? Da, wo... Hier dann irgendwo, oder? Wahrscheinlich. Das gehört wahrscheinlich... in der Region Fukushima war es wahrscheinlich. Ne? Aha. Okay, Gunnar. Genau, Fukushima ist ja auch hier ganz groß nochmal. Ja, stimmt. Gut. Aber jetzt sind wir... Jetzt schaffen wir es. ...in der Region, du hast absolut... Ach, guck mal. ...keine Stadt, eine Region. Das ist ja gar kein Problem. Ja, da holen wir jetzt 5000. So, ich gehe wieder hinten rum. Du gehst hinten rum, also nach Süden? Das, ja. Okay, ich gehe gen Norden Richtung. Naja, eher gegen Westen. Mhm. Nee, Norden. Da ist ein anderes Auto. Oh, guck mal, eine Familie. Und wie sehen die aus? Geht ab, ey. Ja, wie sehen die aus? Also, wir haben auf jeden Fall rechts. Also, auf jeden Fall sehen sie aus wie so. Ja, lateinamerikanisch oder? Herumlungernde. Du, kann ich dir nicht sagen, wie die aussehen. Die sehen für mich. Könnte alles sein. Kann alles sein. Nee, ich glaube, lateinamerikanisch sehen die aus. Ja, vielleicht. Aber ich behalte die mal im Auge. Die planen da irgendwas. Also, das ist sehr, sehr shady, wie die da stehen. Ich guck mal, ob die mich verfolgen. Das ist ja. Also. Ey, eigentlich müssten wir mal die lustigsten Geo. Nee, nicht Geo-Guesser, sondern Street View-Sachen anschauen. Lustigsten. Was ich meine? Unfälle und so, die gefilmt wurden. Ja, das ist ja richtig witzig, ein Unfall. Naja, wenn irgendwie so ein Bananenlaster umkippt oder so. Guck mal, hier sind noch so zwei Dudes im Auto. Die sehen auch sehr korpulent aus, sag ich mal. Aha, und das sagt uns was? Also guck mal, jetzt kommen wir mal zu den alten guten Skills zurück. Wir haben ein schwarzes Auto. Ein schwarzes Google-Auto heißt, wir sind, und wenn ich davon ausgehe, wir sind in Lateinamerika, entweder Argentinien oder Uruguay. Sonne auf jeden Fall im Norden, deswegen auch, passt auch. Argentinien oder Uruguay sind wir. Und die Straßen... Was steht hier? Perigro Bajes. Ja gut, nach Japan kommt jetzt eines der größten Länder der Welt. Ah, wir haben Straßendinger. Nein, dann sind die gar nichts. Geblurrt. Hier ist ein fetter Truck. Oh nee, die sind geblurrt. Gunsel. Hier ist ein fetter Truck, warte kurz. Goya. Navajo. Ist das nicht Daniel Navajo? Der war doch mal bei uns. Trabajo Navajo? Das ist doch der Poetry Slammer. Daniel Navajo? Der war mal bei Bonjour. Daniel Navajo ist mein Manager. Nee, der andere Navajo. Fabian Navajo, meine ich. Ich verwechsel das immer, weil die beide so heißen. Okay. Hab ich schon ein paar Mal falschen Namen gesagt, ne? Fabian Navajo. Ja. Daniel, ja, wenn der Manager genauso heißt. Wenn ihr mal Lars buchen wollt, ruft mal Daniel an. Daniel Navajo an. Goya steht hier. Ist das die Wüste Goya? Aber das ist nicht Goya. Das klingt doch irgendwie so. Goya klingt für mich dann wieder so uruguayisch. Aber Uruguay würden wir ja gleich sehen, ob es da ein Goya gibt. Mann, ey, wieso sind denn ausgerechnet diese Nummern hier jetzt geblurrt? Also ich ja sonst, also... Kuni, bist du schon wieder am Verzweifeln? Nein, null. Ich bin auf der Suche nach... Glück. Nach geilen Phänomenen. Oh, hier ist noch eine viel geilere... Geiler See. Kuni, wir haben's. Hier ist alles. Oh ja, Santa Lucia. Santa Lucia. Santa Lucia. Die 12 haben wir hier. Chia Carolina. Gut, das kann natürlich trotzdem, wenn es jetzt wirklich Argentinien ist, haben wir echt ein Problem. Die Santa Lucia. Ich glaube, das ist Argentinien, ehrlich gesagt. Weil da waren so viele Rinder eben auch bei mir hier. Hier, Goya.
Goya und die 12 sehe ich beides. Quatsch nicht. Guni, jetzt geht's los. Wo? Ich zoome mal raus. Wo bist du? Es. Da. In Uruguay. Nee, Argentinien. Argentina. Nördlich von Uruguay. Cordoba. Das kannst du eigentlich fast nicht finden. Du kennst, siehst du Reconquisite da? Ja. Ja? Dann zoom mal da rein und östlich von Reconquisite. Goya. Goya. Okay, aber Goya ist 42 Kilometer entfernt. In welche Richtung? Nach Norden. Auf der 12 Richtung nach Norden. Süden müssen wir noch. Ja. Buena Vista Social Club ist hier. Ja. 42 haben wir noch? Kilometer. Carolina wäre noch näher dran. Wie mache ich denn 72 Kilometer? Hier ist Colcol. Nee. La Paz? Hier ist ein anderes La Paz. Santa Fe? Kenia Carolina? Hier ist Carolina. Was ist das wohl? Muss irgendwo hier sein. Ja, ist ungefähr hier. Ich gehe mal nochmal anfangen, wie das da aussah. Da gab es doch so einen Fluss auch, ne? Wir fahren ja über so einen Fluss rüber. Hier, ich sag mal, das ist der Fluss und ich mach das jetzt einfach. Hä? Wie? Wir wollten noch 1000 Fuß? Ja. Aber mal ganz ehrlich, das schaffen wir nicht. Was? Es gibt ja einen Fluss, wo man rüber. Wenn wir es mal schaffen, wir sind so nah. Ich schaff's jetzt. Ich drücke jetzt drauf. Nein, Gunni, warte! Was machst du? Wo hast du denn jetzt hingetippt? Ich bin hier auf dem, genau auf dem Fluss, weil wir sind hier auf dem Fluss gestartet. Und ich bin hier auf der Brücke auf dem Fluss. Kommt das hin? Nee. Da ist nämlich nur eine Brücke und nicht zwei. Okay. Gunni, wir sind so kurz. Also, gut, das ist deine Entschuldigung. Ja, angenommen. Puh. Das war auch ein bisschen von mir blöd. Wirklich. Du liebst diesen Modus, ja, und boykottierst aber nicht ihn bei. Aber wenn das so ist, ist es halt heftig, ne? Nee, aber wir sind doch gerade so nah dran. Guck mal hier, ja. Perugoria sind 33 Kilometer entfernt. Ist hier, pass auf. Ich guck mal hier so, ist da vielleicht ein Campingplatz? Könnte sein. Das könnte sein. 12 und die 24. Ist hier, macht der Fluss so ein 12 und die 24. So, Norden ist hier. Der Fluss so. Da ist der. Passt das? Ja. Aber der Fluss ist auch zu klein, glaube ich. Hier. Ja, weißt du, das Problem ist ja, dass ich nicht genau weiß, wo. Der Fluss macht ja hier so eine Linkskurve, glaube ich, ne? Macht der Fluss denn hier auch so Kurven? Ja. Oh, der Fluss macht hier auch eine Linkskurve. Wie macht der Fluss? Norden ist da. So. Ich bin von hier gekommen. Macht der Fluss da eine Linkskurve? Ja. Wie macht der Fluss da eine Linkskurve? Ja. Du, das könnte gut sein. Hast du was? Na, auf jeden Fall stimmen die Kurven von dem Fluss hier auch. Bist du auf der 12 oder was? Ja. Ich weiß nicht, habe ich die 12 nicht verlassen? Bin ich die ganze. Hier sind wir gestartet? Ja. Oh, dann sind wir wirklich. Warte mal. Und gibt es hier oben eine Linkskurve gleich? Ja. Und dann gucke ich mal eben, ob da hier vorne so eine Kirche oder so irgendwas ist. Ah, bist du hier bei der Paso Lopez? Nein. Bist du aber dann daneben? Nee. Ach so, bin ich jetzt auf der 12 oder auf der 24? Ach so, bin ich dann hin? Oh, ich muss wieder zurück. Chabana. Das ist doch genau das, worauf wir Bock haben, Gunnar. Ich glaube, ich bin hier richtig. Warte mal, hier ist noch. Oh, hier sind Schilder. Achso, das ist genau. Ja, ich glaube, ich bin hier richtig, Lars. Du, wirklich. Das ist kein Scherz. Ich glaube, ich bin hier richtig. 12 geht nach da. Ja, genau, da bin ich auch gewesen. 12 und 24. Das ist doch hier, diese Ecke. Wo ist denn die 24? Hier, Gunsel. Das ist die 24. Wir müssen hier sein. Hier sind wir gestartet. Guck mal die Flussrichtung an. Ja, das passt auch in die Flussrichtung. Ja. Das passt, wenn die Flüsse machen diese Bögen. Passt, ne? Ja. Hier sind wir. Wo ist das? Ja, hier auf der 24. Nee, die 24 nicht. Obwohl, ich weiß nicht. Die Flüsse passen aber so. Passt diese Straße auch? Ja. Kommt da, gibt da so eine komische nach links? Nicht wirklich. Aber das geht schon. Passt schon. Und ich laufe jetzt, ich fahre jetzt quasi wieder zurück Richtung. Nee, wir nehmen das jetzt. Wo bist du? Ja. Wo ist die 24? Da. 24? Hier. Reinzoomen und dann. Nee. Nee. Nee, das stimmt. Weiter nicht. Da hoch. Ist ja auch keine. Ja, weiter hoch, hoch, hoch. Der hier. Noch höher? Nee. Noch höher? Doch, der passt doch, oder nicht? Nee. Der ist es. Ja. Ja. Warte, ich gäste jetzt mal da und wenn nicht, machst du ja. Das zweite noch. Ich glaube, bestimmt aber. Nicht.
Doch, 2 Meter. Ach so, ich dachte schon. Okay, geil. Ah. Das war ein anderer Typ. Yes, Mann. Geil. Du wolltest aufgeben. Nein, ich wollte schon, es tut mir leid. Ja, es war blöd von mir. Mhm. Weil ich dachte, ja. Ich dachte, ich hatte es schon. Aber wir können alles schaffen. Wenn wir nur wollen und zusammenhalten, ein Team sind, dann schaffen wir alles. Ja, eins in Chat. Eins in Chat für Respekt. Stark, Jungs. Gute Teamarbeit. Yes, weiter, komm, nächste Runde. Ich hasse ihn. Wen? Wen eigentlich? Oha. Das könnte natürlich wieder so eine Nummer sein, die wir vielleicht überspringen sollten. Jesus Castro. Rammele. 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 Kavachai. Da ist ein Typ auf dem Pferd. Mhm. Ein Cowboy. Der sieht doch aus wie so ein geiler Mexikaner hier. Guck mal. Ja. Hombre. Die Region auf jeden Fall, ne? Hey. Ese. Bock. Esali Agusho. Hey, compadre. Was hat dich hier in unser Land ver... Du hast zu viel Red Dead Redemption. Also das sieht mir auch nach... Es sieht mir aus, als würde ich mich hier nur im Kreis bewegen können. Wir haben uns gar nicht abgestimmt, wer in welche Richtung geht. Man kann, glaube ich, auch nur in eine. Ach so. Volcanos, Feminos. Sieht man doch... Hombre. Da ist ja schon wieder der Typ. Irgendwas, was man übersieht hier auf diesem Schild? Kennst du da auch die Vorwahlen? Nein. nicht die Landesvorwahl. Kann ich weiter? Hostiliera? Nee, schade. Hey, este. Centro. Also wir sind auf den Axo... Axo Chiapas. Das klingt Salut. Nach... Mit diesem X und so, das klingt ja alles hier nach Mexiko und dann wiederum hier nach Oaxaca in der Region. Klingt es zumindest schon mal. Aber Gunni, das werden. Also auch dieses Häuser anmalen, das machen die doch da alle auch gerne. Lieben die. Presidente Jesus. Escuela. Oh, was ist das denn? Puebla Unida. Julio. Vota Julio. Vote for Julio. Wahrscheinlich. Jesus Castro. Jesus Castro, wir schaffen es noch. Also für später haben diese 8 hat auf jeden Fall schon ein paar Mal die 8. Irgendwas hat die 8 hier. Die 8. Avellaneda Morelos ist auf jeden Fall die Straße. Plötzlich ist das hier so schön. Die suchen wir später. Ja, das ist gut. Wenn es schön wird, ist doch gut. Dann kannst du schon mal... Poros. Du wirst ja wohl eine Stadt finden. Einen kleinen Hund habe ich gefunden. Corona gibt's hier. Ja. Oma. Mach jetzt keinen Gag über die 2G-Regel. Aktuelle Situation. Hey, Hombre, da wohnt der Typ, für den man am Ende irgendwie niederschießen muss, wenn das hier irgendwie so Far Cry wäre oder so. Ich spiele gerade Far Cry. Das Neue? Nein. Wieso das Neue denn nicht? Welches? Ja, weil als ich angefangen habe, das zu spielen, gab es das Neue noch nie. Das ist ja auch, gibt's auch seit heute erst, auch, ne? Ja. Oder ich hab's vor heute angefangen zu spielen. Das ist 5er. Hast du das auch gespielt? Nee, es war mir, ich hatte eine Zeit lang zu viel von diesen. Ich habe den dritten Teil, den vierten also. Gespielt und dann war es dann ja auch relativ ähnlich immer und dann hat mich das ein bisschen, ich dachte so, boah, pff, jetzt noch den 5., der auch wieder sehr, sehr ähnlich ist, warte ich lieber nochmal auf den nächsten. Ja, mir wurde auf jeden Fall von vielen Leuten hier gesagt, dass man einen Far Cry spielen kann und alles andere ist dann. Es ist halt sehr viel das Gleiche dann, ja. Gefällt dir das, dieser Anblick hier, Gunni? Wenn das mal nicht ein richtiger Cowboy ist, ey. Ich möchte auf jeden Fall nicht da als dummer Tourist da reinlaufen, glaube ich, in diese Stadt kommen. Naja, wenn der beschützt sich doch, der Cowboy. Die Hills have Eyes. Das ist ein uralter Horrorfilm, oder? Ich habe noch so ein Remake irgendwann, ne? Im Kino gesehen. Ja. Guck mal, La Cienega. Mhm. Lass dir Neger. Da, Banda, Udo. Chico. Wir wissen noch nicht mal das Land, ey. Doch, das ist Mexiko. Auf 100%. Ich würde 100 Euro darauf wetten. Echt? Ja. Also, ich würde ja nicht mal dagegen wetten, aber. Doch, auf jeden Fall. Aber ich würde mich jetzt auch nicht trauen, die Wette generell. Wieso kann ich denn nicht auf der Hauptstraße bleiben? Ist das Google-Auto, hat sich gedacht, bei diesen Straßen? Nee, ich fahre nur hier lang. Ja. Ah, nee, geht doch. Depp. Depp. Hier steht übrigens Mexiko. Meinst du, das ist ein Hinweis?
Tado Mexico? San Juan. Ja, komm, dann ist es auf jeden Fall auch in der Region. Wir sind hier mit diesem X. Pizzaya. Hier ist schon mal 50, dann können wir ein bisschen schneller uns bewegen. Hier kommen wir nicht weiter. Wir brauchen wieder ein bisschen Hilfe. Nee, ich komme hier gerade in den Dschungel. Willkommen im Dschungel. Willkommen im Dschungel. Was kannst du mir noch für ein Spiel empfehlen, Guni? Ja, komme ich jetzt von da oder von da? Scheiße. Und du hast mich noch gar nicht gefragt, ob ich Far Cry gut finde. Ja, sag mal. Ich habe schon Spaß. Ja, macht auch Spaß. Aber es ist schon sehr so repetitiv, ne? Ja. Also eigentlich hast du schon nach einer halben Stunde hast du alles schon gesehen. Nein, du musst dich schon auf diese Story konzentrieren, glaube ich. Du kannst nicht jede kleine, kleine das Dorf angreifen und so und einnehmen. Wirklich, ja. Das wird dann langsam irgendwann langweilig, ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt oft auch nicht so lange Zeit, dann irgendwie eine Story-Mode anzufangen oder so und dann spielt, dann weißt du, dann kannst du einfach irgendein Lager angreifen. Genau. Hast du eine halbe Stunde Spielspaß und machst wieder aus. Das kannst du immer machen. So, jetzt müssen wir mal ganz. Ich komme auch nie wieder hier zurück, ne? Nee. Und der neue Teil ist dann hier mit dem El Polos Locos oder was? Genau. Und deiner ist jetzt mit den diese Sekte, ne? Polos Hermanos. Die Sekte ist bei dir, ne? Ja. Mhm. Ich bin kurz davor einzutreten auch. Die haben für mich überzeugende Argumente. Ja, so eine Christensekte, ich sehe dich auch als Anführer. Kurz oder lang, wär das vielleicht was? Ja, ich habe ja schon die Haare und das Outfit. Mit dem North Face Pulli kommt der dann da an. Servus Leute, ich bin euer Führer. Hey, ich will Anführer sein. Also Gunni, wir kommen nicht drauf, das wird nichts. Naja, pass mal auf. Wir sind mitten in der Pampa, es gibt gar nichts. Wo siehst du vielleicht Gebirge, dass wir uns an Gebirgsketten vielleicht entlang hangeln? Ich weiß es nicht, Gunnar. Das stresst mich hier. Jetzt will er aufgeben. Aber wir wollen doch keine Sachen machen, die mich stressen. Ja, das stimmt. Wir hören gleich auf. Ich will nur ganz kurz gucken, was hier hinter diesem Berg ist. Ah, oh, El Dorado! Vielleicht ist es ja auch hier ein Hinweis schon. Wieso haben wir das nicht verfolgt? Guck mal, ich bin jetzt gleich den ganzen Berg hochgefahren. Ja, und? Gute Aussicht, oder was sagst du? Ciao. Was heißt das denn? Global Enemy. Lars sieht aus, als würde er komische Telefone verkaufen. Was ist denn das für ein spezifischer Diss? Sehe ich auch. Wer verkauft? Aber an der Haustür. Better Call Saul, oder was? Saul Goodman bin ich. Ja, da kommst du an der Haustür und willst den Leuten Telefonverträge andrehen. Hä? Die so ein bisschen zu teuer sind, aber auch nicht komplett abzocke, weil du hast noch ein bisschen Ehre. Der aber so auf Kumpel macht, oder was? Ja, ja, der sagt, okay. Oh, ich habe hier noch einen krassen Deal gefunden, wow. Okay, ja. Oh, da haben sie gerade heute richtig Glück. Und dann ist der Deal auch nicht ganz scheiße, aber natürlich macht man am Ende Minus. Am Ende machst du Minus. Aha. So, jetzt fahr ich den Berg hier wieder runter, ey, komm. Nee, das ist Quatsch, komm. Wir gucken mal. Finden's nicht. Wir machen mal ganz kurz, wir gucken mal hier, Mexiko. Ja, ich habe hier schon bei diesen X-Ländern da Oaxaca. Oaxaca? Und da habe ich gedacht, vielleicht hier Chiautla, Puebla. Wir sind ja, ich gehe auch mal hier. Ach so, Puebla haben wir jetzt schon zweimal gelesen, ne? Finden wir vielleicht Puebla? Nee, ich drücke jetzt drauf. So ein bisschen in den Gebirge hier. Das war doch im Gebirge hier. Da irgendwo. Nee, kleinere Straße. Na gut, wir drücken. So mal hier irgendwo. Ich habe gedrückt. 250 Kilometer. 193. Guck mal, ist doch gut. Schlecht ist das nicht. Das war wirklich schwer. Es war wirklich schwer. Das war nicht leicht. Nächste Runde. Jetzt kommt was Schöneres. Irgend so eine Innenstadt vielleicht. Ja, oder wollen wir noch mal ganz schnell eine neue Runde anfangen? Weil wir können eigentlich nicht Diverse World machen. Wie ich es gesagt habe übrigens. Na, das schaffen wir jetzt. Urban World machen. Aber das schaffen wir doch hier. Ja, das machen wir. Schaffen. Jetzt verkehren? Das ist relativ einfach, weil hier sind schon die großen Schilder. Und die Schilder sind weg. Wo waren die denn? Hä? Gunni, in welche Richtung bist du gefahren?
Na, du, zu den Schildern hin. Aber jetzt sind die Schilder auch weg. Da hinten sind sie doch. Zu den Schildern hin. Doch hier. Ich sehe hier auch Schilder. Bellarco. Aha. Das ist das gleiche Schild. Talca. Das, genau, da bin ich auch. Aha. Hast du mich wieder gefunden? Wo ist denn Talca? Esconda. Ach, oh, scheiße, ey. Aora. Salida. Und das, das kennen wir natürlich schon. Aus Wort. Salida. Das ist natürlich auch wieder ein spanisch geprägtes Land. Und vielleicht ist das ja sogar Spanien. Da gucken wir doch mal auf das Auto hier. Nee. Why not? My dear friend. Ja. Aha. Weiß man nicht, ne? Ich weiß es nicht. Nee, das ist eher südamerikanisch, sagst du auch, ne? Südafrika, ja. Südamerikanisch, meine ich, ja. Ja, glaube ich auch. Also wir brauchen San Rafael und Villa Prat. Bellarco. Aha. Das schaffen wir. Das müssen wir hinkriegen. Ja, und wie weit bist du denn schon? Hast du denn irgendwie schon was gemacht? Ja, es gibt ja drei Gebiete, ne? Und zwei habe ich davon jetzt schon besiegt. Also die, hast du es gespielt eigentlich? Nee, ne? Ideal. Nee. Du hast ja nicht gespielt. Also auf jeden Fall die Frau habe ich besiegt und den so. Ich habe das jetzt so lange gezeigt, diesen Wagen. Jetzt rufe ich dann nachher an und will ein bisschen Kohle sehen. Ja, das ist wirklich. Das sind zwei ich Minuten. Trinke nämlich nur, ich trinke nur Idealmilch. 385. Milch, auch so was Ekliges, oder? Milch. Kuhreutermilch, ey. Alter, geil, guck mal hier, ein Schießverein. Haben der Chile. Steht da? Ja. Schießverein von Chile. Oh, du bist der geilste Schießer. Wie hieß nochmal dieser Streit? Jetzt. Sieht natürlich super lang auch. Das schaffen wir. Gorico Camarico. Aber da kann man einfach einmal rumgehen, weil im Süden sind wir nicht so doll. Wir sind ja schon sehr urban. Ja. Gorico Camarico? Gorico, ja. Und Camarico. Gorico. Hast du schon ein großes Gorico? Ja, mit 2,0 bestanden. Mhm. Und was hast du dein Abitur bestanden? Kahui? Ja, ich habe auch bestanden. Mit was meine ich? Chill mal. Sag doch einfach. Das ist doch jetzt auch egal. Nee, ich will es halt jetzt wissen. Sich die schlauer als du. Ich will es jetzt wissen. 3,4. Kannst du beim 3,4? Du stehst im Chat, ne? Oder was? Nein. Kannst du beim Google, beim Bohnen-Wiki nachlesen. Hast du wirklich 3,4? Eventuell. Scheiße. Hier sitzt ein kompletter Vollidiot neben dir. Lustig, ich habe wirklich geschätzt. Stimmt das echt? 3,4? Nee, stimmt nicht. Wo ist denn jetzt Curico? Stand da wirklich Chili oder stand da Chili-Flocken? Chile. Chili. aber da stand natürlich Curico. Vielleicht ist das da ist Curico, mein Schatz. Das ist auch vielleicht der Schützenverein von Chile, nee. Der aber in einem anderen Land ist. Alles richtig. Curico und Camarico ist hier. Und das ist Ausfahrt San Rafael Villa Prat. Ah ja, dann gehe ich da hin. Ah, ich bin schon in Peru längst. Wo ist das? Peru? Geh mal in den Anden. Ach, guck mal. Ja, ist es. So weit südlich. Guck mal, ich bin hochgegangen. Wir fahren ja Richtung des Osten. Fahren wir nach. Wo ist Curiculu? Hier, Curico. Curico. Und. Camarico ist ein bisschen südlicher davon. Ich bin in Los Angeles. Und Villa Prat ist hier. Ich bin Los Angeles. Du bist ja. Ah ja, Los Angeles. Los Angeles. Okay. Scheiße, wenn du aus dem Haus kaufst, dann ist es leider da. So günstig in L.A.? Vielleicht auch schön, man weiß es ja nicht. Wer weiß es schon. Und Santa Barbara auch. Also, das ist der Anfang. Wir fahren am Anfang Richtung Nordosten. Ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Auf die Straße runter. Richtung. Ach, hier oben ist doch Curico. Osten. Genau. Das ist quasi die Ausfahrt von. Welche Nummer ist das denn hier? Welche Straße? San Rafael. Lars auch. Meistens ist es ein Teamspiel. Lars macht einfach gar alles allein. Das stimmt doch nicht. Ich lasse mich von dir doch nicht bezwingen. Ich hab dir gerade gezeigt, wo das genau ist. Was willst du noch? Ich hab gesagt Chile. Und dann kam nichts mehr von dir. Nein, ich sag ja nicht, dass ich die Lorbeeren hab, sondern ich hab dir gerade gezeigt, wo wir sind. Alto Pange ist die Ausfahrt hier.
Auch in der Nähe. Villa Pratt? Welche Nummer sind wir denn? Welcher Straße sind wir, Lars? Das hast du das mal geguckt? Das weiß ich nicht, mein Freund. Soll ich dir das mal nahe sagen gleich? Guck mal, ich gehe mal hier auf die kleine Ministraße nebenan und dann sagt er doch mal, sagt er mir doch wahrscheinlich, welche. Ich schätze mal, wir sind. Welcher hier. Freeway das hier ist. Das geht hier Richtung Süden. Richtung Süden. Und dann geht es hier runter. Ich weiß genau, wo wir sind. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir sind. So, hier. Pass auf. Ich weiß, wo wir sind. Ich habe schon 100 Punkte. 100. Geht es hier um die Ecke? Wo ist das denn? Hä? Nee, fuck. So, pass auf, jetzt helfe ich uns mal wieder. Ja. Und zwar mit diesem Straßenschild. Löse. Al-Sur? Ist es Al-Sur? Alto? Lol, 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 lol. Hast du den schon gesehen? Lol, 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 lol. Heißt ein Ort hier. Schild. Gunni, mach was. Wir sind wahrscheinlich auf der 5, oder? Nehmen wir mal an. 5? Nee? Wo sind die? Ich bin hier in Villa Pratt ganz oben. Wo ist Villa Pratt? Hier oben. An den Seen? Macht er wieder Urlaub? Nein, ich arbeite. Wo ist denn das? Was für ein See denn schon wieder? Naja, also ich bin ja hier nur, wir sind ja hier nur hochgefahren. Und dann steht hier Ausgang San Rafael Villa Pratt. Villa Pratt ist hier. Und. Ach ja, und das willst du jetzt mir vorher mal nicht sagen, oder was? Ich sag dir seit einer halben Stunde, wo wir sind. Wo ist es denn auf der Karte? Obe! Guck doch mal. Bei diesem Fluss. Hier ist San Rafael auch. Wir haben doch hier das gefunden, oder? Was haben wir gefunden? Curico hatten wir gefunden. Ja. Und dann gehst du hier runter, dann ist Camarico. Und dann ist San Rafael. Aber es kann natürlich trotzdem die 5 sein. Das sieht halt aus wie eine große Straße. Geht das hier raus, oder was? Das sag ich doch nur. Es ist wahrscheinlich die 5. Und wir sind wahrscheinlich ungefähr genau da. Irgendwo. Ich guck mal eben. Ich guck mal jetzt ganz genau. Return to Start. Naja, aber es geht ja Richtung Süden. Im Süden kommt dann. Sind wir eigentlich blöd? Doch Talca ist doch da und. Villa Pratt ist hier geradeaus. Hier geht's nach Villa Pratt. Ja, vielleicht sind wir hier vor. Nach. Nee. Avenida. Im Westen ist Villa Pratt. Ja. Ja, das stimmt doch schon mal. Ja. Ruta 5S vielleicht? Und Alla Gloria ist Richtung Norden. Ist das hier wohl? Geht es dann wieder nach. Hier sind wir nicht. Oh nee, ey. Oh nee. Und jetzt müssen wir es aber, jetzt müssen wir richtig liefern. Hier vielleicht. Aber das Problem ist ja, dass hier diese Ausfahrt und so, das gibt's ja gar nicht, dieser kleine Weg nebenan. Auch diese Brücken und so. Und du sagst, wir werden komplett verarscht hier? Oh, scheiße. Wir sehen wieder nicht, wo wir sind. Mann, Gunni, wir müssen noch eine. Guck mal, wir haben noch 8 Minuten. Wir müssen das schaffen. Wir müssen es schaffen, noch eine 5000er hinzukriegen. Na, das schaffen wir, glaube ich, auch hier. Ach, hier ist ja auch noch mal eine Ausfahrt. Ja, diese ganzen, sehr viele Ausfahrten. Pepsi San Rafael. Wo ist denn San Rafael? Supermarkt. San Rafael war hier. Guck. Nördlich zwischen Camarico und Talca. Da ist San Rafael. Ich gehe auch die ganze Zeit davon aus. Camarico, wo? Südlich. Camarico von Süd. Da San Rafael. Nicht. Da sind wir. Das glaube ich nämlich auch. Da sind wir auch. Ich bin doch hier genau vor dem Supermarkt von San Rafael. Achso. Kilometer 235. Steht das hier vielleicht? Und dann schaffen wir das doch. Ich bin hier. Bei dem Pepsi-Supermarkt hier. Pepsi-Supermercado San Rafael. Und wo sind wir denn hochgekommen? So, vielleicht hier runter?
Ja, ne? Hier sind wir hochgefahren wahrscheinlich und ich bin jetzt ungefähr Norden. Schwierig. Ich finde das einfach schwierig, wie du dich auch verhältst. Zum Supermercado. Ist das der hier? Nee, La Fuente? Und jetzt gehe ich wieder in den Süden. Ja, also das ist auf jeden Fall. Guck doch mal die Tankstellen an. Ja, hast du schon was? Nee, das ist beim Mercado halt, ne? Minimark Chili. Oh Mann, jetzt hasse ich's gerade. Jetzt hasse ich's. Oh, jetzt hasse ich's. Ich sehe hier nichts. Kuni, wo bin ich? Ich bin nicht weit weggefahren und ich habe hier den Supermercado San Rafael. Aha. Und was ist hier oben? Mike Reitz! Das ist doch eigentlich einfach. Wir müssen doch nur gucken, wie diese Straßen verlaufen. Ja, aber das ist so nervig, weil die haben 35 Auffahrten da auf diese kleine, dumme Straße. Geht mir richtig auf den Sack. Geh mal hier hoch. Gunni. Hör mal auf jetzt so Gunni. Traurig immer zu sein. Gunni. Das ist ja furchtbar. Wie kann das denn sein, dass erst ich so schlechte Laune kurz bekommen habe, jetzt du? Ja, wir haben beide abwechselnd schlechte Laune. So geht nicht. Was ist denn das hier für ein Tankdings hier zum Beispiel? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Wieder nach Hause fahren. Können wir umdrehen? Was ist denn das? Da fahren die auf die Straße hoch und dann wieder runter, oder was? Kannst hier raus? Ausfahrt Richtung Süden? Ausfahrt Richtung Süden. Mann. Wo ist denn dieses komische Gelände mit dieser Fabrik? Kann man das als Gelände anzeigen lassen? Nein, ne? Nein. Nein. Was für ein Trottel bist du denn? Nein. Ich musste nur lachen gerade, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, von was du redest. Guck mal, das wird doch das hier vielleicht sein. Dieses Gebäude hier. Carabinieros? Das ist vielleicht so ein Zoll, weißt du? Nee. Vielleicht auch nicht. Schlechte Laune. Wir sind ja hier irgendwo. Ja, aber wo? Also du gehst Richtung Norden und kommst dann auf diese Straße. Du gehst dann Richtung Norden und kommst auf die Straße. Hier wahrscheinlich. Und dann gehst du Richtung Süden und kommst aber auch auf die Straße. Da sind ja diese Straßen sind ja die ganze Zeit parallel, diese beiden hier. Das ist doch hier, diese Straße ist das doch hier gerade. Und dann geht sie so ein bisschen auseinander. Ja, wir sind hier einfach. Ja, dann geht sie so ein bisschen auseinander. Kommst hier hoch und da hoch, wir sind da. Ist mir scheißegal. Guck mal, du gehst hier, kommst du, wenn du hier, also beim Start, ne? Wenn du hier hinkommst, kommst du auf die große Straße und wenn du hier hingehst, kommst du auf die große Straße. Dann kann es doch nur dieses Rondell hier sein. Nein. Warum nicht? Sag. Man kommt von beiden, in beide Richtungen kommst du auf die Straße. Aber das ist doch nicht so eine große Straße, wo wir sind, oder? Ist es doch so? Ja. Ja, vielleicht. Du. Schon sauber asphaltiert. Aber das wird sie trotzdem nicht sein. Es geht ja gar nicht einmal. Es geht nicht so gerade rum. Vielleicht bei dem hier eher. Na doch. Warte mal. Auf dieser weißen Parallel vielleicht. Nee, auch nicht. Doch, wir nehmen das jetzt. Könnte es sein, ne? Ah, jetzt haben wir noch 3 Minuten. Jetzt müssen wir uns auch ganz sicher sein. Nee. Nee, ach hier, das könnte diese weiße sein, die daneben, diese Parallele. Aha, die weiße Parallel. Nee, kann ja nicht sein. Doch. Laber nicht! Doch, doch. Ich gucke jetzt mal auf Straßennamen hier. Doch, das ist die weiße Parallel. Hundertprozentig. Aber jetzt bin ich ja hier plötzlich auf der Autobahn drauf. Ach nee, das ist einfach aus Versehen passiert, ne? So, pass auf. Wir gehen jetzt mal hier runter. Und dann? Nee, da wollte ich nicht lang. Da wollte ich nicht lang. Er wollte schnell lang. Ich glaube, wir sind da. Warte kurz noch. Okay. Ja. Weil ich dachte, ich fahre jetzt mal ganz kurz. Ach nee, jetzt bin ich wieder auf der großen Straße. Ja, komm, dann machen wir es. Wo bist du, glaubst du? Warte noch einmal kurz. Richtung Norden. Richtung Norden. So rum.
Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Doch, es könnte richtig sein. Hier, glaube ich. Ja, dann bin ich auch. Bist du auf der gelben oder auf der weißen? Auf der weißen. Irgendwo dazwischen. Ja, okay, let's do it. Yes! Gunnels! Du bist mein Traummann! Gunni, Gunni, Gunni ist mein Traummann! Boah, schwere Geburt, nächste Runde. Let's go. Reingehen wir. Das war's. Du musst doch pünktlich nach Hause, hast du mir gesagt. Ich klick mal eben rauf. Ich weiß genau, wo es ist. Nämlich hier in, zack. Ja, pünktlich nach Hause. Ich muss um, oh ja, ist ja schon. Ja, ist gleich heim. Vielen, vielen Dank, Gunnar. Ich hoffe, das hat dir heute Spaß gemacht. Ich habe jetzt das endlich mal hingekriegt, das so zu spielen, wie du das willst. Nee, nicht so wie ich. Ja. Wir waren noch gut, guck mal. Also ein, das war der letzte hier, der zählt nicht, weil ich habe irgendwo hingeklickt. Ich werde auch, wir haben zweimal 5000 geholt. Ich habe nach der ersten Runde gedacht, wir schaffen es gar nicht. Wir haben das exakt, das sind 19 Meter. Wir sind super Genies. Hat's dir Spaß gemacht? Steht, glaube ich, dass wir Genies sind im Chat. Ja, mhm. Da steht's. Siehst mal. Hey. Hat's euch auch gefallen? Wir hatten nämlich jede Menge Spaß heute. Und zumindest in den ersten drei Runden. Nee, zum Schluss auch. Und das überträgt sich ja sicherlich auf euch da draußen, dass wir beide Spaß hatten. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr sagt, Mensch, Geobattle, schaue ich mir gerne mal an, würde ich mir auch gerne noch mal reinziehen und auch gerne mit diesem Traumduo Gunnar und Lars. Ich schaue uns ja gerne zu. Geile Typen. Gunnar, danke dir, schönen Abend noch und euch auch. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und bis zum nächsten Mal beim Geobattle. Ciao. Kuss, Kuss. Kuss, Kuss.